Hallo Manuel, danke erstmal, dass du dir Zeit jetzt genommen hast für uns. Das Trainingslager ist jetzt zu Ende. Ihr habt viel trainiert, habt ein Testspiel gehabt, habt auch sehr viele Gespräche geführt. Zieh doch mal ein Fazit. Wie war das Trainingslager so alles in allem für dich? Gut, wir sind ja eigentlich mit drei Zielstellungen ins Trainingslager gefahren. Zum einen, dass wir die Neuzugänge gut integrieren, dass wir das Thema Teambuilding angreifen. Der zweite Punkt, dass wir alle inhaltlich auf ein gleiches Niveau kriegen, was die Taktik betrifft. Und der dritte Punkt war einfach, dass wir im athletischen Bereich noch zulegen. Und wenn man sich jetzt die Tage so ansieht, muss ich sagen, wir haben da eigentlich alle Ziele erreicht. Ich denke, die Mannschaft hat sich kennengelernt. Es haben sich ein paar Gruppen gebildet, die sehr gut zueinander passen. Ich finde, wir sind taktisch relativ weit. Wir haben alle mannschaftstaktischen Elemente schon mal angerissen. Wir haben auch einiges im Testspiel gegen Kaiserslautern schon gesehen. Und athletisch waren sie vorher schon auf einem guten Niveau, aber ich denke, wir haben da auch noch mal eine Schippe drauflegen können. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was war so das Highlight für dich in den vergangenen Tagen? Ja, da gibt es mehrere, aber im Endeffekt fand ich schon gestern das Spiel gegen Kaiserslautern richtig gut, beide Halbzeiten und auch von allen Spielern, die dabei waren. Ich fand auch, die Neuzugänge haben es richtig gut gemacht. Insofern war eigentlich das Spiel gegen Kaiserslautern dann schon das Highlight im Trainingslager. Und hat irgendwas vielleicht auch nicht ganz so gut geklappt, wie es eigentlich geplant gewesen wäre? Nee, überraschenderweise muss ich sagen, war das echt gut organisiert. Wir haben ein super Hotel gehabt, das Essen war sensationell. Bevor wir hierher gefahren sind, habe ich auf die Wetter-App geschaut, da hat es eigentlich geheißen 10 Tage Regen. Am Ende war es nur Sonnenschein. Also es waren richtig tolle Bedingungen. Ich denke, alle haben es gut organisiert hier. Die Mannschaft hat brutal gut mitgezogen. Insofern ja, ist es schon fast zu gut gelaufen, das Ganze hier. Du hast jetzt gerade gesagt, es wurde alles gut organisiert, aber es musste ja auch gut organisiert sein, weil wir ja schon mit sehr, sehr vielen Spielern ins Trainingslager gefahren sind. Was gehört da alles zu, also auch drumherum, wenn ich jetzt an die Physios denke oder so, was muss man, wenn man so eine Anzahl an Spielern hat, vielleicht noch mehr oder besser organisieren, als wenn man einen kleinen Kader mit ins Trainingslager nimmt? Gut, das geht natürlich schon los mit dem Materialbedarf. Wir brauchen dann natürlich deutlich mehr Bälle, wir brauchen mehr Dummies, was halt alles dazugehört. Das ist wichtig in der Planung. Natürlich müssen die Physiotherapeuten sich auch darauf einstellen, was sie als Materialien mitnehmen müssen. Wir haben natürlich unser Video-Equipment erweitern müssen, weil wir sehr viel Videoanalysen gemacht haben. Wir haben die ein oder andere Statistik bzw. Auflistung machen müssen, dass wir in der Erstellung der Trainingsformen auch immer den Überblick behalten, weil 41 Spieler dann immer im Kopf haben, ist ein bisschen schwierig. Deswegen braucht man klare Vorgaben und klare Strukturen, wie man das organisiert. Aber am Ende des Tages, finde ich, haben wir das richtig gut hinbekommen. Und davor haben ja viele gesagt, 41, ob sie das schaffen, so gut zu organisieren. Aber ich denke, das Feedback der Spieler war auch richtig gut und jeder hat immer Gas geben können. Warum war es dir, gerade weil es ja jetzt mit den Neuzugängen so viele Spieler waren, trotzdem wichtig, auch weiterhin die 5 Nachwuchsspieler trotzdem mit ins Trainingslager zu nehmen? Ja, zum einen ist es für die Nachwuchsspieler schon wichtig, mal zu sehen, wie stehen sie im Vergleich zu ihren Gleichaltrigen im Nachwuchs. Und da haben sie alle, nachdem wir Einzelgespräche geführt haben, gesagt, dass das natürlich ein deutlich höheres Niveau ist. Und sie haben schon 1-2 Tage gebraucht, um sie da anzupassen. Aber das haben sie richtig gut gemacht, sind sie schnell angepasst. Zum anderen ist es auch wichtig, dass sie dann das, was sie hier gelernt haben und auch gesehen haben, mit dem Nachwuchs runtertragen und dann sagen, hey, wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr machen, weil die Spieler im Profibereich halt doch noch auf einem anderen Niveau sind. Und dritter Punkt ist halt, dass einfach das Ziel in Augsburg ganz klar ist, Nachwuchsspieler zu entwickeln. Und je früher wir die da an den Profibereich ranführen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen. Wie haben Sie denn Ihre Aufgabe gemacht? Also das war auch tadellos. Sie haben sich natürlich immer darum gekümmert, was Platz aufräumen und herrichten betrifft. Also da hat es nie irgendwie ein Murren gegeben. Aber im Essen war es ganz interessant zu sehen. Normalerweise sitzen ja immer die älteren Gruppierungen ein bisschen länger am Tisch, aber das waren bei uns die ganz Jungen. Also ich hatte das Gefühl, die fühlen sich richtig wohl. Und auch in den Trainingseinheiten, wenn sie dann mit unseren erfahrenen Profis gespielt haben, haben sie sich richtig gut geschlagen und haben eine gewisse Demut an den Tag gelegt und überhaupt keine Überheblichkeit. Andere, die sich integrieren mussten, waren, wie du gesagt hast, auch die Neuzugänge. Wie zufrieden bist du mit denen? Es geht ja immer gerade darum, dass man Qualität zu der Mannschaft dazu gewinnt. Wie siehst du die Neuzugänge?
Also wir versuchen ja so Qualität in Augsburg über zwei Sachen zu definieren. Zum einen über die fußballspezifische Qualität, aber auch über den Charakter. Und wir haben im Vorfeld natürlich uns sehr viel informiert, wir haben Spiele angeschaut, wir haben Videos gesichtet und Gespräche geführt. Und wenn aber dann jemand da ist und man eng mit einem zusammenarbeitet, dann erkennt man oft nur die Details mehr. Und ich muss aber dazu sagen, dass unsere Scouting-Abteilung und die dafür verantwortlich waren, da richtig gute Arbeit gemacht haben. Das sind alles richtig gute Spieler, die den Kader in der Breite, was Qualität betrifft, auf jeden Fall verbessern. Insofern bin ich sehr zufrieden mit den 5 Neuen, die dazukommen sind. Ihr seid euch aber nicht irgendwann auf die Nerven gegangen, wenn so viele Personen so lange in einem Raum oder auf einem Platz quasi miteinander verbringen müssen? Nein, sind wir nicht, weil es ist halt wichtig, da gehören gute Rahmenbedingungen dazu. Und wenn das Essen super ist und das Hotel super und das Wetter schön, dann kann man natürlich das eine oder andere nochmal außerhalb vom Hotel machen und man kann sich draußen im Garten mal ausruhen. Und das hilft natürlich, dass man den berühmt-berüchtigten Lagerkoller nicht bekommt. Aber trotzdem freuen wir uns jetzt alle, wenn dann das Trainingslager wieder vorbei ist, dass wir nach Hause, nach Augsburg kommen und da mal 2 Tage am Wochenende entspannen können. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, also das Wochenende ist frei. Wie sehen sonst die nächsten Tage jetzt nach dem Trainingslager aus? Gut, am Montag geht es dann am Vormittag wieder los mit unserem Training. Am Nachmittag ist Media Day mit Mannschaftsfoto. Und am Dienstagabend haben wir ein Freundschaftsspiel und dann geht es wieder ganz normal in den Vorbereitungsrhythmus, der in der Regel eigentlich aus einem Training am Tag mit der ganzen Mannschaft besteht und das zweite Training meistens in so Kleingruppen dann abläuft. Das Trainingslager war jetzt aber nicht die letzte Reise. Der FCA fliegt nochmal nach England und bestreitete auch nochmal 2 Testspiele. Warum lohnt sich so eine Reise in deinem Empfinden nach trotzdem, obwohl es natürlich auch mehr mit Strapazen verbunden ist? Gut, man hat ja in der Bundesliga auch nicht nur Heimspiele, sondern da ist man auch auswärts unterwegs. Insofern bietet sich das mal an, dass man eben ja mal irgendwo hinfliegt oder wohin fährt. Und zum anderen sind es natürlich 2 interessante Testspielgegner. Und der dritte Punkt ist, dass man so eine Art zweites Kurztrainingslager ja auch nochmal draus machen kann. Das finde ich auch nicht schlecht, wo man dann vielleicht noch mehr im Detail zusammenarbeiten kann. Und deswegen bietet sich das an, weil es ist ja dann das Wochenende darauf, ist unser letztes Vorbereitungsspiel gegen Eindhoven und dann geht es schon im DFB-Pokal los. Alles klar, dann Dankeschön. Gerne. Und eine gute Heimreise.